Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr hört, ich bin immer noch nicht so auf dem Damm, aber ich würde jetzt das Unboxing mit der Mikrowelle gerne, oder für die Mikrowelle, für euch machen, weil die muss ja irgendwann mal in der Küche hingestellt werden. Ach, den Stuhl ist locker hier. Ich habe die Woche auch schon die Rechnung von Otto gekriegt, also nicht für die Mikrowelle, weil für Otto ab hab ich jetzt wieder für ein Jahr gemacht. Otto ab ist so hat ein Prinzip, wie könnt ihr euch ein bisschen erklären wie Amazon Prime. Ihr zahlt halt, also ich habe jetzt 9 Euro noch was bezahlt, eigentlich wollen sie 12 Euro, glaube ich, oder so, ich weiß es gar nicht genau. Und man hat dann für normale Bestellungen, jetzt zum Beispiel Mikrowelle, Klamotten, Schuhe, Spielzeug, alles, was halt so eine normale Größe hat, was mit dem Postboten geschickt wird oder mit Hermes, hat man dann halt keine Versandkosten mehr. Wenn es direkt von Otto kommt. Also nicht, also Otto hat ja jetzt auch Händler drin, die außerhalb von Otto verkaufen. Da zielt es nicht, nur für Sachen, die direkt von Otto kommen. Das steht dann immer unten und steht dann der Preis immer da und dann kann man ja auswählen, Farbe und sowas alles. Und dann steht dann immer unten ein Stück drunter, steht dann immer, von wem das kommt. Also von Otto oder von Hans Christian Andersen oder Hänschen Klein oder ach, was weiß ich. Und da hatte ich mich ja angemeldet, also hat wieder verlängert, weil meins ja ausgelaufen ist. Eigentlich wollte ich es nicht verlängern, aber ich wollte ja eine neue Mikrowelle kaufen, weil meine ja defekt ist. Also, naja, der kommt drauf an, wie man sieht. Vielleicht ist er auch nicht defekt, vielleicht ist er auch gerade richtig so. Also, ich habe eine neue, nee, Quatsch, ich hab ja nur eine 800 Watt oder 700 Watt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich müsste mal bei Otto gucken, ob die Mikrowelle. Ach nee, die ist zu lange her. Das ist ja zu lange her, dass die sehe ich nicht mehr bei Otto. Ich habe die ja damals auch bei Otto bestellt. Aber ich glaube nicht, dass ich die noch bei Otto bei meinen Bestellungen sehe. Gucken wir mal rein schnell. Mein Konto, meine Bestellungen. Ich kann nur bis 2020 zurückgehen. Weiter zurück kann ich nicht. Leider. Und die ist ja jetzt. Warte mal, wann habe ich denn die gekauft? Die hätte ich noch in der alten Wohnung gekauft. Aber Josie, das war kurz bevor Josie zu mir kam, also meine Tochter. Die ist jetzt 8. Klasse. 8 Jahre. Dann halt. Irgendwann ist sie zurückgestuft worden. 9 Jahre. Das war, ja, und dann hatte ich sie ja ein Jahr vorher, 10 Jahre. Ja, also müsste so um die 10 Jahre her sein, wo ich die gekauft habe, die Mikrowelle. Kann auch 11 gewesen sein. Also sagen wir mal so zwischen 10 und 11 Jahren ist das her, wo ich die gekauft habe. Und jetzt wurde dann halt mal Zeit für eine neue. Der Teller ist genauso groß. Ne? Weil meine. Da hat irgendjemand vielleicht beim Putzen, beim Rausnehmen oder beim Teller abwaschen irgendwie, also bei dem hier, aus Versehen irgendwie einen kleinen Schraubenzieher von der E-Zigarette, so also von dem Tank, so ganz klein, war er da irgendwie mit drinne. Da gab es eben mal so einen kurzen Blitzer von der ganzen, ach, nee, gut, das ist ja auch schon wieder 2 Jahre her oder 3. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Aber jetzt ist es halt so, also ich habe mehrere Möglichkeiten. Wenn ich da was reinmache, entweder funktioniert sie und das ist so warm, wie es sein soll. Oder es ist ja nichts passiert, es ist immer noch kalt.
Oder meine Mikrowelle zaubert und macht auf einmal aus 700 Watt, was sie hat, 1400, also Doppelte, weil das ist so heiß, dass du dir die Schnauze dran verbrennst. Also die Möglichkeiten hat man. Entweder zu heiß, gar nichts oder genau richtig. Und da hatte ich dann halt ja, wie gesagt, bei Otto, dann wieder Otto abverlängert, weil ich wollte ja eigentlich bei Otto eine Mikrowelle kaufen wieder. So wie meine letzte. Und ich habe bei der letzten, habe ich auch ausgegeben, so 89 € habe ich ausgegeben, hat die gekostet. Die hat jetzt fast, also ja, eigentlich ja, hat die 10 Jahre erhalten. Ich finde, das ist ganz gut. Und dann hat Frauchen gesagt, den Tag, ich wollte nämlich gerade bei Otto gucken, komm, wir fahren, wir müssen noch einkaufen, ich brauche noch dies und jenes, und hast du nicht gesehen. Das war auch auf dem Wochenende. Und dann hatten sie nur noch diese eine Mikrowelle bei Otto, bei Lidl, und runtergesetzt, und dann habe ich geguckt, bei Otto haben sie die auch. Und bei Otto ist der, also die sollte mal 249 kosten, ist jetzt runtergesetzt, auf 149. Ja, und ich habe auch andere Händler jetzt schon geguckt, seit ich sie jetzt gekauft habe. Wo ich sie gekauft habe, hat sie überall noch so im Schnitt zwischen 179 und 159 € gekostet. Wo ich sie gekauft habe. Das ist jetzt eine Woche her. Ich konnte das Video nicht vorher machen. Wir haben die Mikrowelle ehrlich gesagt vorher jetzt gar nicht gebraucht. Aber, ja. Und. Aber ich wollte unbedingt das Video machen dafür. Für euch. Und jetzt im Lauf der Woche habe ich das ein bisschen angeguckt und so. Da ist es jetzt runtergegangen, teilweise auf 129, 139 €. Einige sind noch bei 149, 159. Also die billigsten sind so 129, 139. Ich weiß jetzt nicht, ob das so bleibt oder ob das jetzt nur kurzfristig ist. Müsste man dann beobachten. Mal gucken, wie ich die jetzt hier rausgehebelt kriege. Kann ich die jetzt hier, darf ich hier anfassen an dem Ding? Nee, da geht sie kaputt. Oh Gott. Upsala. Ja, die ist schon ein Stück größer, würde ich sagen, als meine jetzige. Richte euch mal so rüber. Definitiv ist die größer. Aber sieht schick aus. Das ist die allererste schwarze Mikrowelle, die ich habe. Meine Mikrowellen bis jetzt in den letzten, seit wann habe ich meine eigene Wohnung? Seit 2000. Also seit 22 Jahren waren immer weiß. Ich habe damals meine allererste Mikrowelle noch, das weiß ich noch, das war die Mikrowelle von meiner Mutter. Die hat sie mir mitgegeben, damit ich eine Mikrowelle habe. Die hat dann aber auch nur noch ein paar Jahre gehalten, weil die auch schon bei meiner Mutter schon was älter war. Und machen wir erstmal die Rückseite. Oh, hier ein Schutz. Das ist bei meiner nicht, dass ich hier so einen Schutz habe. Ja, das lasse ich mal dran, wegen dem Kabel. Das mache ich dann erst eine Küche ab. Hier Luftlöcher zum Atmen halt. Ist übrigens eine Samsung. Das ist auch meine allererste Mikrowelle, die von der Markenfirma ist. Die anderen waren alle von Otto Eigenmarken oder halt, ja, so die preisgünstigen Sachen, was man so halt kennt, Severin und sowas alles. Ja, die haben immer um die Schnitt so, ja, kann man ja sagen, so 10 Jahre gehalten. Das ist jetzt meine, warte mal, ich bin bei meiner Mutter ausgezogen. Die hat noch
Warte mal, die hat eins, die erste Wohnung ein Jahr, den in der zweiten 2 Jahre hat die gehalten und hat so einen Abflug gemacht, 2022? 2002. Und dann habe ich mir die andere geholt für, aber die war auch eine ganz kleine, nur für 49, 49, nee, Quatsch, 69 Euro. Und die hat dann gehalten bis 2006, sind wir umgezogen, 2005, 2006, nee, 2006 bin ich hier oben eingezogen. Warte mal jetzt. Warte mal, lass mich mal rechnen, ja, nur 2022. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Ja, doch, die hat dann gehalten bis 2013, so in dem Dreh. Ja, wie gesagt, das ist meine aller, also jetzt so meine dritte Mikrowelle erst. Eigene Mikrowelle. Und da war ich eigentlich immer damit sehr zufrieden. Die haben wir eigentlich gut gehalten. Jetzt hoffe ich, wenn du jetzt schon mal eine Samsung hast, dass die dann vielleicht sogar nicht nur 10 Jahre hält, dass die vielleicht sogar mal 20 Jahre hält, wa? Aber ich glaube, das ist Utopie. Das ist von den Herstellern ja nicht mehr gewollt, dass die Geräte so lange halten. Weil dann würden sie nichts mehr verdienen, wenn sie alle 20 Jahre nur eine Mikrowelle verkaufen. Aber ich finde die sieht ganz schick aus. Schwarz. Der Griff ist silber. Der Knauf ist silber. Ah, hier kann man die Wattzahl einschalten. Die hat 800 Watt. Das ist auch die bis jetzt am höchsten hat. Meine jetzige hat 600 Watt, glaube ich. Unten haben wir den Auftauen. Hier haben wir so einen kleinen Knopf für eine Uhr. Hier können wir die Grammzahl einschalten. Das hatte ich noch nie. Ach so, hier ist die Uhr. Hier ist die Uhr oder Grammzahl. Aha. Die sieht wirklich schick aus. Und zu meinem Kaffeeautomaten, der ja auch dunkel ist in der Küche, passt jetzt sehr gut. Wir gucken uns hier auch gleich noch die ganzen Teile hier an. Und die hat auch eine Grillfunktion, logischerweise, die ich eigentlich nicht brauche. Und wir werden uns die auch gleich mal anmachen und gucken, was das Display sagt. Würde ich sagen. Ich habe hier schon vorbereitet. Ich habe hier auf der Seite hier habe ich so eine Steckdose. Ah, hier ist der Ring. Der muss. Das ist bei meiner letzten. Das ist genauso wie bei meiner letzten Mikrowelle eigentlich. Und da ist bei meiner letzten, jetzt bei der weißen. Der Ring, der läuft praktisch hier auf der Spur. Ich hätte mir gewünscht, irgendwie was Stabileres, irgendwas ohne Ring oder so. Da kann ich ja den Ring als Ersatzteil behalten von meiner alten Mikrowelle, der sieht genauso groß aus. Und da ist halt auch bei meiner alten, ist halt auch da, wo der Ring läuft, hier, ist schon das Metall ab. Also da ist an einigen Stellen wirklich blankes Metall. Weil wie gesagt, ja, über 10 Jahre alt. Ja. Dann haben wir hier dann noch zum Grillen, haben wir dann halt noch sowas hier, so eine Erhöhung. Die kann man dann hier reinmachen, dann kann man da auch grillen drin.
Werde ich jetzt eigentlich, denke ich mal, nicht benutzen. Ich muss jetzt mal Platz in der Küche finden, wo ich das große Ding dahin packe. Ich hoffe, das ist nicht so kompliziert, hier von der Zeit her einzustellen. Bei meiner Frau ist es ganz komisch einzustellen. Oh Gott, was ist denn hier? Dänemark, Schweden, Schweiz, Finnland, Schweden, Norwegen, Österreich, Italien, Niederlands. Ah, hier unten haben wir Deutschland. Das ist aber eine tolle Anleitung. Auf dieses Samsung-Produkt wird Verbrauchern vom Hersteller eine vierundzwanzig Monate Garantie gegeben. Garantie gegen Material- und Verbindungsfehler gegeben auf Keramik, Emaille. Beschichtung im Innenraum gewährleistet. Ach so. Ja, da steht halt unten sowas drin. Halt. Da ist Emaille drin. Also das Bunte hier, das ist Emaille wie im Topf. Mikrowellengerät. Warnung! Wenn die Gerätetür oder Türschnalle beschädigt sind, darf das Gerät bis zur Reparatur durch sachkundiges Fachpersonal nicht verwendet werden. Warnung! Das Gerät im Kombinationsmodus verwenden wird entstehen hohe Temperaturen. Kinder dürfen das Gerät ja nicht anfassen. Warnung! Zusätzliche Teile können sich im Betrieb erwärmen. Halten Sie Kinder deshalb fern. Benutzen Sie keine scharfen Scheuermittel. Ne, habe ich vorher auch nicht benutzt. Warnung! Warnung! Ey, ist nur Warnung. Vorsicht! Zwei Seiten halt hier. Warnung! Immer ganz lang hier, bis hier. Warnung, 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 Warnung! Vorsicht! Wo geht denn auch noch bis hier? Es wäre zu blöd, das eine Mikrowelle zu bedienen. Der ist bereits mit der Mikrowelle montiert. Betriebsart. Dampfgarren, Mikrowelle, Grill, Kombi. Achso, der Kombi-Modus, die meinen sie. Mikrowelle kann ich dampfgarren im Grill-Modus oder im Kombi-Modus nicht. Hier kommen jetzt 5. Kombinationsmodus. Sieben ist Grill. Ah, unten ist der Kombinationsmodus. 8 ist Uhrzeit. 7 ist Grill. Kombinationsmodus ist 5. Da müsste ja 6 Mikrowelle sein, oder? Laufdauer nach Gewicht. Okay, also wir haben hier unten
Na, ich mach mal jetzt so, damit ihr das so ein bisschen besser seht. Gucken, ob das, ob ich euch ein bisschen ranzoomen kann, dass das was bringt. Na, zoom doch mal. So. Wir haben hier praktisch von 100 Watt bis 800 Watt. Das ist normale Mikrowelle, so wie es jetzt aussieht. Und dann, wartet, nicht, dass ich euch was Falsches sage, so bis dahin 3 Auftauchen nach Zeit. Achso, nee, Quatsch, halt. Hier haben wir 100 Watt. Dann haben wir hier Auftauen nach Zeit. Ist unser Symbol. 300, 450, 600, 800 Watt. Ganz normaler Mikrowellenbetrieb. So, und dann haben wir hier nach 800 Watt mit dem Grammzahl haben wir, wie heißt das? 6 Auftauen nach Gewicht. Da kannst du dann halt praktisch hier das Gewicht dann einstellen mit dem oberen Rad, so wie es aussieht. Müssen wir uns dann angucken. Und dann haben wir noch Nummer 7. Das ist Grill. Und dann haben wir noch die 5. Ist das jetzt hier? 1, 2, 3. Das ist der Kombinationsmodus zwischen Grill und Mikrowelle. Also zum, keine Ahnung. Kannst du mit der Mikrowelle, also kannst du Mikrowelle, Grill, Mikrowelle. Ja, aber ich hoffe, die erklären das auch nochmal ganz genau, was der, die da sein sollen. Also hier lassen wir auf 800 Watt. Weil hier steht, alles erklärt hier innen drin, dass Ceran da drin ist und was, ach Quatsch, Emaille und was weiß ich, hier ist auch alles erklärt, eins ist Display, 2 ist Zeitgewicht, ja, aber was das mit diesem Kombinationsmodus auf sich hat, das verraten sie jetzt hier noch nicht. Verwenden des Geräts, Fleisch, Geflügel, Fisch, Nahrungsmittel, Eintopf, gekühlt, Suppen, gekühlt. Frische Gemüse. Problem, Ursache. Abhilfemaßnahme. Die Taste lässt sich nicht richtig drücken. Na, jetzt stehen hier nur noch Probleme und was weiß ich alles. Ja, aber ihr hättet mir doch mal wenigstens den Kombinationsmodus mal erklären können. Vorne schreiben Sie Warnung, den Kombinationsmodus nicht mit bestimmten Sachen benutzen. Und hier steht jetzt einfach nur fünftens. Und dann werden alle drei Dinge angezeigt. Kombinationsmodus. Ganz toll. Das ist ja wieder ganz clever. Muss ich garantiert wieder auf die Webseite von Samsung gucken. Und dann diese richtig dicke Anleitung mir angucken. So, gucken wir nochmal rein. Was haben wir denn da? Hier haben wir nur einmal, also so diese Wellenlinie zu hitzen, also für diese Heizspirale, denke ich mal, sollte es sein. Also sieht jedenfalls danach aus. Eine Linie. Zwei Linien. Zweieinhalb Linien. Also denke ich mal, hier ist überall Heizen mit drin. Und Mikrowelle leicht, mittel und viel. Ja, werden wir hier sehen. Ich würde das einfach mal testen dann, später mal. So, jetzt nehmen wir einfach mal hier. Stecker. Weil der Kabel ist auch nicht zu lang, das ist ganz gut. So,
Mal Display angucken. Oh, sieht doch ganz gut aus. Schön hell, schön lesbar. Hier kann ich dann die Zeit einstellen. Bis 60 Minuten. Woher kriegt die jetzt die Uhrzeit? Warte mal. So, 24 Stunden. Ein einzelner Knopf für Uhrzeit. So lobe ich mir das. Und 44. Ach, das ist doch mal ein Gerät, wo die Uhr schnell einzustellen geht. Das ist bei meinem Herd ganz anders. Da musst du doppelt drücken, also zwei gleichzeitig drücken, dann zwei, dann blinkt es, dann nochmal zwei gleichzeitig drücken, damit du halt die Stundenzahl, dann andere Seite zwei gleichzeitig drücken für Minutenzahl. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie laut ist oder nicht so laut ist. Wir machen mal 10 Sekunden. Dann machen wir 5 Sekunden. Die ist schön laut. Also die Piepen ist schön laut, das hört man. Hier kommt Luft raus. Die muss ich hier auf der Seite freilassen. Bei meiner anderen wart auf der anderen Seite. Aber man sieht nicht durch. Da ist kein Licht drin. Doch, Licht ist drin. Geht von alleine an. Also man muss keinen Knopf drücken. Man stellt einfach nur die Zeit ein. Und zack, geht das los. Das ist cool. Man kann auch jederzeit nochmal Zeit draufpacken. Oder ausmachen. Also Licht ist drin. Aber du. Also entweder bin ich blöde oder so. Ich sehe den Teller ein bisschen drehen, aber sonst sehe ich gar nichts. Also das kann auch sein, dass es jetzt hier nur im Licht so ist. Das müsste ich mir angucken, wenn es in der Küche steht. Ja. Auf jeden Fall ein Schnäpperchen, würde ich sagen. Und, na gut. Meine hat 10 Jahre erhalten, würde ich sagen. Das ist 10 Jahre ist doch eigentlich. Würde ich jetzt sagen, oder? Was sagt ihr? 10 Jahre ist doch ein gutes Verhältnis für eine Mikrowelle. Aber die hätte, das hat sich ja schon angedeutet, dass die früher später einen Arsch hoch macht. Meine Frau wollte sie ja schon vor über einem Jahr wegschmeißen, wo sie noch reibungslos funktioniert hat, weil unten halt wirklich das Metall schon zu sehen ist, wo das Laufrad läuft, nach 10 Jahren und... da kannst du, auch wenn, wir haben sie ja geputzt oder so, ist ja nicht so, dass wir sie nicht geputzt haben, aber wenn 10 Jahre lang auf der gleichen Stelle immer nach und nach was hin und her fährt, irgendwann ist da der Lack ab, egal wie dick der ist. Da ist der Lack ab. Naja. Aber ich bin zufrieden. Und vor allem... Sieht doch stylisch aus, passt gut in meine Küche rein, würde ich sagen. Zum Kaffeevollautomaten. Ein Schnäpperchen gemacht. So. Damit würde ich jetzt sagen, wartet jetzt. Die Kinder sind noch am Backen. Wenn die Küche nachher nicht so katastrophal aussieht, mache ich vielleicht nachher noch das Video von der Küche. Die neue Küche, denn man sieht, das habe ich ja auch schon die ganze Zeit aufgeschoben. Weil immer, die sah halt immer katastrophal aus. Das ist halt, wenn sie denn sauber ist und dann hatten wir keine Zeit, dann mussten wir irgendwo hin und was weiß ich. Ja, den nächsten Tag hat Frauchen schon wieder gekocht, dann stand hier was, da was und ich wollte halt
wenigstens die Arbeitsflächen teilweise frei haben und naja. Mal gucken. Werden wir sehen. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die jetzt laut ist. Ich muss jetzt mal Josie jetzt fragen, ob die sehr laut ist, weil ich höre immer mal wieder halt beschissen, ehrlich gesagt. Habe auch voll den Druck drauf. Also ich hatte den E-Tag hatte ich so, als wenn ich hier links auf dem Ohr, rechts auf dem Ohr eine Druck gekriegt habe. Hat sich alles ganz komisch hier angefühlt. Jetzt ist es jetzt halt links so ein Druck. Irgendwie ganz komisch. Ja, und läuft wieder. Na, mal gucken. So, aber ich will nicht rumjammern. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Bis das Video online kommt, haben wir so bestimmt ein paar Mal schon benutzt. Weil ich habe ein paar Videos schon geplant. Also für die nächsten anderthalb Wochen oder so sind Videos geplant. Und dann kommt ja noch Weihnachten. Da habe ich schon alles vorbereitet. Gott sei Dank habe ich das gemacht, bevor das jetzt mit den Ohren angefangen hat. Die Verpackvideos und Odinwar einkaufen, speziell zu Weihnachten. Und das ist dann erstmal das letzte Odi für dieses Jahr, sowieso das letzte Odiwa einkaufen, klar. Aber ich weiß nicht, also ich denke im Januar oder Februar wird da auch nichts kommen, großartig, weil ich muss das Auto abbezahlen. Da geht jetzt 22. in die Werkstatt. Das kostet mich 1.500 Euro, das alles unten mache. Ölwechsel, Ölfilter, Fahrwerk muss ein neues rein. Haufen Dichtungen müssen neu gemacht, ausgetauscht werden. Irgendwas war bei der Spur und ach, Bremsen müssen auch gemacht werden. Ich habe das alles gar nicht im Kopf. Ich habe das alles gar nicht im Kopf. Das ist etwas etliches, was gemacht werden muss. Und das wird jetzt gemacht. Und dann habe ich, ja, da hat Bernhard gesagt, dann kannst du noch die nächsten 10 Jahre mit dem Auto fahren. Dann kriegst du noch die nächsten 10 Jahre ohne Probleme TÜV, sonst ist ja nichts durchgerostet. Das, was durchgerostet ist, Türen und so. Was so angefangen hat, das hat VW schon wieder also neue Türen drin gemacht und so. Das habe ich ja schon vor ein paar Jahren gemacht. Also sollte ich dann eigentlich keine Probleme mehr haben. Also habe ich jetzt auch nicht, aber muss halt jetzt gemacht werden. Service stand auch schon im Display drin. Ja. Und da ist dann jetzt erstmal abbezahlen angesagt und da ist dann halt wahrscheinlich die nächste Zeit nichts mit Odiwa shoppen. Was mir sehr leid tut für euch. Aber mal gucken, vielleicht hat Frauchen noch irgendwas, was sie kaufen will. Dann frage ich, ob ich das zeigen kann. Dann Mike, ohne was shoppen. Und dann sage ich halt, dass Frauchen nicht gekauft hat, fertig ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich, wie gesagt, zum dritten Mal. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.